Servus zusammen, Freitagabend, Wochenschluss. Es ist 17.38 Uhr, der DAX hat zu, zumindest der Xetra-DAX, und es war auch wieder eine ziemlich heftige Woche. Diese Woche hat uns begleitet mit solchen Geschichten hier. Das kam heute auf NTV, irgendein Analyst, ich weiß gar nicht wer, wir schauen ins konjunkturellen Abgrund. Dann hat Ray Dalio sich nochmal gemeldet und hat seine Wette verdoppelt, seine Short-Wette. Das fand ich interessant. Jim Rogers warnt vor dem schlimmsten Bärmarkt in seinem Leben. Und ich glaube, der ist jetzt auch schon 82. Jim Rogers ist kein Unbekannter. Ja, und das ist praktisch ein Rieseninfluencer, sagen wir es mal so. Das hier hat irgendein Banker gesagt, Economic Hurricane. Ja, und eine absolute Verwüstung auf den Global Economies. Dann kommt sowas noch hinzu. Wo ist er? Das war irgendwann Ende letzter Woche. Die Shorting-Aktivität dieser Woche war die zweitgrößte aller Zeiten in unserer Aufzeichnung. Ich weiß nicht, seit wann es diese Aufzeichnung gibt. Aber ja, das sind alles Headlines, die darf man nicht von der Hand weisen. Und wie gesagt, das sind die großen Jungs. Und alle zwei Tage in schöner Regelmäßigkeit lässt da irgendeiner so einen Spruch los. Wenn man nur das liest, müsste man davon ausgehen, dass der DAX irgendwo schon bei 8.000 steht. Ich finde, dafür hält er sich noch relativ gut. Ich habe das Bild ein bisschen aufgezogen, ich nehme es gleich zusammen, weil wir dieses Gap hier, das haben wir, wo ist man, links, dieses Gap hier vom 8.3., das haben wir am Donnerstagabend um 18 Uhr geschlossen. Ich nehme ja nur die Xetra-Kurse, ja, aber ich weiß, der eine oder andere wird sagen, das ist zu. Bei mir ist es noch nicht zu, aber wegen den 70 Punkten, die wir da hatten, macht mich jetzt nicht so verrückt. Aber dieses Ding ist erstmal für viele Leute geschlossen, also ziehe ich es jetzt ein bisschen höher. Es hat mich einer gebeten, die Farben der Kerzen zu ändern in Rot und Blau. Ich habe das ausprobiert. Ich erkenne da gar nichts mehr. Es tut mir leid, das muss bei mir schwarz und weiß bleiben. Was ich versuchen werde, ist beim Trader Fox, dass man vielleicht die Umrandungen irgendwie ein bisschen dicker machen kann. Weil anscheinend besteht das Problem, dass man auf den Handys das irgendwie nicht richtig sieht. Ich meine, so eine Analyse auf dem Handy zu sehen, also ich traue mir das nicht mehr zu, vor allem nicht ohne Brille. Aber gut, es sind anscheinend 30% der Leute, die das auf dem Handy sehen. Deswegen habe ich auch gelernt, ich muss das hier alles ein bisschen größer machen. Ich habe heute verschiedene Linien eingezogen, weil ich die als wichtig erachte. Aber fangen wir mal an. Das obere Band kippt jetzt. Durch den heutigen Tag kippt es nach unten. Das heißt, der Impuls, das Momentum von dieser Bewegung hier ist fertig. Zumindest laut den Bollinger-Bändern ist es fertig. Es ist so, dass wir hier diese Kerze, ist so eine Art Bullish Engulfing. Das perfekte Bullish Engulfing wäre, dass der Eröffnungskurs hier unter dem Tiefskurs von gestern wäre. Aber wir sind rangelaufen und schließen in der Nähe des Tageshochs über dem Tageshoch von gestern. Also für mich ist das eine Art Bullish Engulfing Pattern, was positiv ist. Wir haben eine weiter fallende 20-Tage-Linie. Die fällt momentan mit einer Dynamik von ungefähr 65 Punkten. Das ist viel, das ist schnell. Ich habe jetzt hier einen kleinen Kasten eingezeichnet. Und der kommt aus folgenden Momenten. Wir sind also hier im Tageschart. Wir fangen mal von oben an. Wir haben hier noch ein Gap bei 13.761. Das ist dieses hier. Da sieht man hier den Pfeil dran. Das ist mehr oder weniger die obere Begrenzung zusammen mit der 20-Tages-Linie per heute und dem 50er Fibonacci-Retracement von dieser Bewegung, die wir hatten vom 6.6. runter bis gestern bzw. heute. Ist das hier bei 13.809 das 50er-Retracement. Das ist die obere Begrenzung. Dann, wie gesagt, das Gap. Als nächstes habe ich die 13.683. Das war dieser Tiefskurs hier. Geht der Pfeil auch bis hierhin, der sich heute verbunden hat mit dem Kanal. Das ist also die 13.683. Der Trend liegt für Montag bei 13.618. Und dann haben wir hier noch das 38er Retracement, eben von dieser Bewegung hier, vom 6.6. bis gestern bzw. heute, ist das 38er hier bei 13.597. Das heißt, dieser ganze Bereich hier zwischen 13.000, also ich runde jetzt mal leicht, 600, das 38er, bis hoch bis zu 13.809,
ist eine fette, fette Zone, ein riesen Cluster. Da gehen wir so ohne weiteres nicht durch. Aber solche Cluster haben oftmals eine Art Magnetismus. Vor dem Hintergrund eines weiter sich stabilisierenden MACDs, eines noch nicht mal mit einem Kaufsignal versehen, wir sind bei 14, versehenen Oszillators, sehe ich die Chance gut, dass wir bis an diesen Bereich rangehen können. Ob wir den dann hier beenden oder hier oder da, das vermag ich nicht zu sehen. Aber ich glaube, und da schließe ich jetzt den Kreis zu dem zum Anfang, wo die ganzen Leute gesagt haben, dass morgen die Welt am Ende ist, die wirtschaftliche. Ich meine zu sehen, dass sich hier eine gewisse Stärke aufbaut. Trotzdem erscheint es mir wichtig zu sagen, dass die Positionen nach wie vor klein sein müssen und unbedingt mit Stops hinterlegt. Das hat mir gestern die Deutsche Bank bewiesen. Da hatte ich neulich über die Position gesprochen und die war dann auch hoch. Die war auch gestern Morgen bei 9,80 und dann bin ich bei 9,33. Ein bisschen über den Einstand bin ich dann rausgestoppt worden. Und hätte mir einer gesagt, dass die heute bis 8,28 gehen, ich hätte ihn gefragt, was er geraucht hat. Das war schon erstaunlich. Wo sind sie jetzt? Jetzt sind sie wieder bei 8,94. Die Bewegungen sind heftig, auch innerhalb der einzelnen Werte. Nehmen wir mal sowas wie Sartorius von 380 runter auf 300. Auf heute waren sie auch wieder 300. Innerhalb von einem Tag 333 oder sowas. Und das ist nur ein DAX, sagen wir mal, Nebenwert. VW auch so Geschichten. Auf einmal wieder auf der 136,5. Deswegen, ich kann nach wie vor nur sagen, wenn ihr eine Position habt und legt vorne, überlegt euch irgendwann mal einen Teil zu geben und zieht den Einstand, den Stopp auf Einstand oder ein bisschen drüber. Denn ich glaube nicht, dass sich hier großartige Trends momentan weder für Einzelwerte noch für den Gesamtmarkt irgendwie aufbauen. Und selbst wenn wir hier hochgehen, wovon ich ausgehe, irgendwo in diesem Bereich, sagen wir mal bis Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche, ist das nichts anderes als eine Korrektur in einem Downtrend. Hier ist er. Ja. Der Downtrend wird erst dann ad acta gelegt, wenn wir über die 14.710 gehen. Ja, dann wird dann auch in kürzerer Zeit, wird dann auch irgendwann die 200-Tage-Linie sein. Aber solange der nicht gebrochen ist, dieser Punkt hier, ist das alles nur eine Korrektur im Downtrend. Das ist nicht leicht zu handeln, deswegen klein bleiben. Ich habe ein paar andere Scheine genommen heute, also vielmehr mehr Scheine. Call. Ich habe einen genommen, der ist ein bisschen leichter, der hat im Moment einen Hebel von 23. 12.613, da sind wir unter diesen Tiefs, die wir hatten und unter dem Kanal. Das ist die GK4QJD. Ich habe auch einen genommen, der ein bisschen schärfer ist, ja, wenigstens 100 Punkte schärfer, mit einem Hebel von 28 und einer Basis von 12.724. Da sind wir ungefähr hier. Für diejenigen, bei denen es ein bisschen mehr bitzeln muss, das ist die GK16CS. Und als Put habe ich den genommen und da sehe ich, da habe ich einen Tippfehler drin. Also vielmehr die Basis stimmt nicht. Die Basis ist richtig 14.075. Trotzdem nur ein Hebel von 14. Ich weiß nicht, wie sich die Zahl da reingeschlichen hat. Da sind wir hier hinter dem 61er Retracement von dieser Bewegung und hinter der 20-Tage-Linie, hinter dieser Box. Die Kennnummer ist aber richtig, das ist die GX8SH6. Aber wie gesagt, das ist eine Basis 14.075, sorry hierfür. Den will ich jetzt noch nicht haben. Ich möchte erst mal schauen, und ich glaube, er wird es tun, dass wir hier, wir haben hier so ein Mini-Gap, ja, bei 12.000, was ist denn das, das ist 13.000, ne, jetzt, ja doch, 13.290 sowas. Ich glaube, er geht in diese Richtung, er legt sich hier mal mit diesem Kästchen an und dann schauen. Und wenn der hier oben ist, dann schaue ich mir diesen Put an, die 14.075. Dann wird er auch einen Hebel haben von ungefähr 28, dann macht er mehr Spaß. Also ich will mir den schon auf die Watchlist legen, aber noch nicht handeln. Also nochmal, ich rechne damit, dass wir uns irgendwo an diese Box ranmachen und da muss man genau schauen, was der hier oben irgendwo macht. Vielleicht hört er auch schon bei 13.500 auf, das ist möglich. Im Moment sehe ich vor dem Hintergrund von dieser Technik, vor dem Oszillator, vor dem Brechen des Bandes, sehe ich eigentlich eher Potenzial als Risiko kurzfristig. So möchte ich es formulieren.
Für diejenigen, die sich für den 16. Juli interessieren, da ist ja der Börsentag in München. Also ich bin morgens um 10 Uhr dran. Mit dem Ronny Raudis mache ich das zusammen. Da geht es um die Bollinger Bänder nochmal. Wir haben den Vortrag ein bisschen, den wir neulich gehalten haben, ein bisschen modifiziert. Und ich bin, so wie es aussieht, um 14.20 Uhr nochmal dran. Eigentlich müsste es 14 Uhr sein, deswegen sage ich mal so ganz grob, aber das steht, also 14 Uhr, das steht aber in dem Programmheftchen dann drin in ein paar Tagen. Und da geht es um das, was ich euch hier vorstelle, diesen sogenannten Fünf-Punkte-Plan mit Bändern, mit Trenderkennung, mit Fibonacci, mit MACD, mit Stochastik. Da erkläre ich von dem aktuellen DAX, den wir dann am Freitagabend um 15 Uhr, um 17 Uhr hatten, erkläre ich dann, wie ich auf diese Analyse komme. Ich habe dafür nur 40 Minuten. Das ist nicht viel, aber ich hoffe, ich kriege es so hin, dass es A, jeder versteht und B, dann auch noch Fragen beantwortet werden können. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.